Und natürlich willkommen auch zurück an die ganzen YouTube-Leute. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich mal kurz gucken. Stream läuft. Jo, alles klar. So, dann kommen wir jetzt nochmal. Also, willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake, zur dritten Let's Play Session. Und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir die Burg erreicht hatten. Und genau da werden wir jetzt weitermachen. Die Bitrate sieht aber komisch aus, egal. Let's go, würde ich sagen. Wir wollen fortsetzen. So, also theoretisch müsste man jetzt ja die Hälfte ungefähr des Spiels haben. Und ich bin mal gespannt, was uns da noch alles erwartet. Und ja, da hat jetzt natürlich der egal. Ja, wir sind jetzt bei der Bock. Warum tust du dir nicht was Gutes? Ich habe eh kein Geld mehr, glaube ich, oder? Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Getuned sind sie alle. Bis auf die zwei. Na gut, dann gehen wir mal in die Bock rein, würde ich sagen. Kaufst du aber was, ja? Können wir noch was herstellen? Nope. So. Wir haben jetzt natürlich noch leider keine Schatzkarte für die Burg, weil die kostet 3 Spinels. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Ja, 3er. Müssen wir schauen, ob wir 3 Stück kriegen. Wo wir unsere Ware her haben? Am nächsten Mal. Und müssen uns dann auf jeden Fall die Schatzkarte noch holen. Sie rumstöhnt, ey. Oh, was gibt's hier? Oh nein. Die Katapulte. Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Das glaube ich auch nicht. Eine Armbrust, hä? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Nope. Auf YouTube müsste es jetzt übrigens auch die 9. Folge, glaube ich, sein. Sollen wir die Hälfte haben? Bin ich mal gespannt, wie viele es noch werden. Und wie wir hier vorankommen. Ja. Was haben die? Nicht so laut. Wollte ich auch gerade sagen. Geht's hier überall lang? Ich meine, ich werde schon mal ein bisschen die Augen offen halten. Vielleicht finde ich auch so die Schätze. Zwar wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar vielleicht. Mal schauen. Pfui. Stiefelmesser. Ich will noch mal kurz was gucken. Kleinen Moment. Ja. Ja, geht. Ja, bei Twitch ist es immer so eine Sache, ne? Ja. Aber es läuft alles. Gut. Aufnahme für YouTube läuft auch. Alles klar. Dann können wir jetzt uns hier weiter umschauen. Wieso ist das Programm offen? Das brauchen wir nicht. So. Ja.
sonst noch irgendwas? Ich wollte ihn eigentlich überraschen von hinten, aber der hat sich ja sofort umgedreht. Frech. Ach ja. Gehen wir noch raus, wir sind Level 8. Oh, was zum Heilen. Bin nämlich out of Healing. Ja, richtig, ja. Ist ein Safe doch bestimmt schon irgendwelche Schätze gewesen, oder? Der Hof wird jetzt sehr interessant. Aber da können wir ja eigentlich auch das neue Scharfschützengewehr mal testen. Aber wenn wir noch nicht das passende Visier dafür haben. Der hat einen Stahl, ey. Ich glaube, da wird meine Munition gar nicht reichen. Oh Gott. Na, traut ihr euch oder traut ihr euch nicht? Voll daneben. Weg mit dir. Hab wieder wunderschön viel Zielwasser heute getrunken. Man darf nicht laufen währenddessen. Sonst verzieht er übelst. Hey, wir haben Schießpulver. Das heißt, wir können mal ein bisschen Gewehrmunition herstellen. War jetzt nicht viel, aber besser als nichts. Was kommt hier mit den Katapulten? Man beachtet die Explosionsfässer. Die ganze Zeit von hinten los. Das war's doch noch nicht. Oh, guck mal, was wir da haben. Guter Schuss. Hier ist auch gleich einer. Sechs Stück gibt's. Ein bisschen vorsichtiger hier vor. Hallo? Halt auf. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Oh nee. Oh, okay. Glückstreffer. Hey! Wo kommt er denn her? Hat er sich jetzt angeschlichen oder was? Geht's? Ja, alles okay. Wo kommt denn das geflogen?
hinter mir. Nee. Also, das gibt ja von überall. Komm mal her. Okay, ist sicher. Ja. Na, bleib doch da hinten. Ach, da. Konnte ich gerade noch blocken. Heute wird gefastet. Willst du mal sterben? Alter, hier ist auch was los. Ist immer interessant, wie sie es noch schaffen, immer neue Gegner reinzubringen. Alles in Ordnung? Finde ich schon nicht schlecht. Geht nicht auf. Keine Chance. Komm. Alles klar. Alter. Ist ja gar nicht einfach, hier durchzukommen. Ich sehe aber leider keine Fässer mehr. Müsste höher kommen als die. Was sagt ihr hier alles? Haben wir noch Geld? Da ist eine Leiter. Okay. Zwei Katapulte auf jeden Fall noch. Oh, da kann man rein. Kommt sie runter? Ja. Das könnte klappen. Ah, ich verstehe. Wir dürfen die Kanone benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hoch. Frech. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Zwei fehlen noch. Eleganter Armreif. Zwei Farbenbonus. Beruhigt euch doch mal. Shit. Geht's dir gut? Ja.
Mein Gott. War aber schnell tot. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Noch einmal! Oh, kam sogar eine Trophäe. So, sehen wir hier vielleicht noch das andere Blaue? Da ist auch noch eins. Aber ich sehe leider kein weiteres Blaues jetzt. Meine zwei fehlen noch, wie wir gesehen haben. Da ist dann auch der Auftrag für die. Das hätten wir. Warn mich doch wenigstens. Okay, das war sehr nervenaufreibend hier. Sagt meine Munition. Eieiei. Nicht so prickelnd. Ich denke mal, meine Zettel haben wir an uns eher angezeigt, wo die blauen Medaillons sind. Hier geht's auch noch lang. Ah ne, von hier komme ich doch, oder? Ja. Das heißt, wir nehmen die Zettel und schauen mal, wo die restlichen beiden sind, die wir noch nicht gefunden haben. Ja, ja, blau Medaillon, 4 von 6. 5 Stück gibt's dann. Das ist gut, da kann ich mir die Schatzkarte holen. Und die sind... da. Wow, wir sind voll an einem vorbeigelaufen. Im Original kam aber, glaube ich, mehr Gegner. Also hier haben sie ein bisschen runtergeschraubt, kann das sein? So, wo bist du? Ach, du bist unten, wa? Wir müssen nochmal runter, Ashley. Da. Das andere ist irgendwo die Richtung? Ja. Dann müssen wir mal oben gucken. Da unten. Am Baum. Oh, Ashley. Die abgeht. Treffe ich jetzt eine Pistole? Ja. Nicht übel. Dankeschön. Können wir nur einen Händler finden. Ist jetzt hier auch nicht gewesen, ne? Also unsere Munition sieht echt nicht so geil aus, gefällt mir nicht. Also da hätten wir schon. Wow, sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber ich find's auch interessant, ihn greifen sie irgendwie gar nicht an. Ich bin ein doppeltes Spiel, ja. Einsame Spitze, Fremder. Wofür kann ich dich begeistern? Für die Schatzkarte. All der Tinnef in dem Laden tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Erste Hilfespray kann man kaufen. Da hätte ich gern zwei. Das ist ein paar Vorratskäufe. Er hat nur gute eins. Gute Entscheidung. Reparieren. Ist euch oder kaputt? Oh. Geh sorgfältig damit um, okay? Besten Dank. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Komm jederzeit wieder. Oh. Muss ich das denn jedes Mal ordnen?
Gehört dazu. War beim Original auch schon nicht anders. Oh, Pistolmunition sieht echt mau aus, ey. Könnte mir ja 10 Schießpulver von ihm noch holen für 2 Spinels, aber was brauche ich noch alles? Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Also den roten Koffer hätte ich gern. Wobei, wie rotes bitte? Kraut. Ja. Wo wir unsere das hier, Waren 30 Stück. Das willst du nicht wissen, Papa. Dann schauen wir mal, ob wir die 30 Stück sparen können. Und holen uns dann die 30... Also für die 30 das Spezialticket. Das hier wäre natürlich auch geil für sie. Ich glaube, erstmal hole ich das und dann versuche ich die 30 zu legen. Wenn es denn überhaupt noch so viel... Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Spinels gibt. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Ah, schon. Ach, steht gar nicht da. Nee. Hier steht's da. 6,5 Stunden haben wir. Oh. Das ist okay. Ja, die Schätze. Gut, vorderen Bereich waren keine. Hier im Raum sind gleich 4 Stück. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Sadler. Also, Sie werden gehorchen. Ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorg dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Oh, nee. Leon? Meine Munition geht's nicht so gut. Boah, von hinten auch noch. Ashley! Wo kommt der denn von hinten her? Das war ja fresh. Ey, ich hab Munitionmangel. Finde ich nicht geil. Bringt. Ah, ich hab die ja nicht mehr. Scheiße. Ah, okay. Versuchen wir es nochmal, aber diesmal muss ich ein bisschen in Deckung gehen. Ach komm, dritter Zug. Alter. Leon, du musst doch nicht gleich den Kopf verlieren. Oh, wie soll ich denn das jetzt hier machen, Alter? Das ist doch scheiße.
So machen wir so. Los! Du warst da. Oh, Señor. Somos tu madre. Que los vivos. Stirb doch, Junge. Ey, wieder keine Schrotflintenmunition. Du kannst ruhig mal Munition verkaufen, Kollege. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Mein Gott. Verkaufst du? Nee, du verkaufst nur L, gell? Ah, die Arbeit hoch. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Vielleicht ist es doch besser, ich kaufe mir, deine Kohle oder dein Leben. Dings wieder. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Bolzenwerfer, ich werde ihn mal kaufen. Warum er diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld. Es braucht kaum jederzeit wie... Ich werde doch mal mit dem hier schießen. Nein. Schnellzugriff, dahin. Aber er nimmt mir auch wieder viel Platz weg, ne? Ist auch nicht so geil. Ist nicht so prickelnd. Aber mit dem Ding kann ich wenigstens die Munition wieder aufheben. L3 Minenaufsatz anbringen. Hab ich nicht. Kann ich die Schätze einsammeln oder? Oh, finden Munition. Herrlich. Verschwindet. Keine Chance. Musst du von oben rein. Jetzt brauchst du hier wieder einen anderen Schlüssel. Ah. Hier vorne ist noch ein Schatz, der verschlossen ist. Schublade. Da müssen wir wahrscheinlich auch rein. Wir gehen aber erstmal hoch. Wenn es denn geht. Nope. Verschlossen. Es gibt sicher noch einen anderen Weg. Oh, gib dem Mädel doch jemand mal Asthma-Spray, ey. Ist ja der Wahnsinn. Und zu der Leiter hoch kann man auch nicht, wa? Ich glaube, das kannst du auch nicht aufschießen. Ah ja. Dann hier lang. Hier rüber. Okay. Sei vorsichtig. Okay. Danke. Muss ich mal Pistolenmunition herstellen. Aber wenn mir Schrotflintenmunition lieber wäre. Komm jetzt an den Schatz ran. Was ist das? Nichts. Eleganter Parfümflakon. Hinter mir ist noch ein Schatz. Ich
Halt. Ein Rubin. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Ja. Vorsicht! Bald müsste auch der Krallentyp kommen. Den fand ich im Original damals schon übelst geil. Okay. Das ist sehr einladend hier unten. Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharen, die von schmerzerfüllten Stöhnen begleitet, Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hals in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Berg Borgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eins der wenigen ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen und er hatte, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Borgherrn und als er ihn ins Verlies brachte, nein, ich kann nicht weiterschreiben, das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht, es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr, ich habe genug, ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren, an einem Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme meine Ohren nicht erreicht. Oh, wir haben wieder... Gib. Von denen habe ich echt zu viele. Oh. Mein Gott, ey, wie das hier aussieht. Alles so unordentlich. Aber man hört ihn doch schon. Wenn es denn nur ein Tier wäre. Wäre es einfacher. Das speichert schon mal. Kommt jetzt auf die Wand. Licht ist verloren. Da bin ich erschrocken. Ich glaube, der war blind. Den haben sie geil gemacht. Er sieht cool aus. Ja, nee, ist klar. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch ein Witz. Er ist frei. Warum hörst du mich?
Schwachstelle ist auf dem Rücken. Nicht zu mir drehen. Will er mich verarschen? Ich weiß nicht, was bringt. Ja. Glaube ich mal ein guter Zeitpunkt, den Revolver zu testen. Das war knapp. Revolver. Puh. Das ist schon eine Kollege, Junge. Ah, sieht geil aus. Aber da wäre etwas Cooles gewesen, wenn man Steine werfen könnte oder so. Um ihn irgendwo hinzulocken. Aber es war, glaube ich, nicht der letzte, den wir davon sehen. Da hinten gab es weiter nichts. Hier liegt noch ein Schatz. Wo? Hä? Oder ist der oben? Wo soll der Schatz sein? Hä? Bin ich blind? Na gut, man hätte die Bretter kaputt machen können, um ihn herzulocken, theoretisch. Hier ist doch kein Schatz. Steht denn da, wenn ich drauf gehe? Geht gar nicht. Ach, der ist ganz oben. Okay. Man muss auch mal die Etagen durchscrollen. Macht natürlich mehr Sinn. Was willst du nicht wissen? Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Das war eigentlich meine Energie. Oh, nicht so gut. Dann kommen wir jetzt hier durch. Dann gehen wir hoch. Gut? Ja, geht schon. Im Moment jedenfalls. 5 von 16, ne. Aber wenn ich dann nochmal für mich privat durchspiele, dann gucke ich mal, ob ich alle krieg. Mal schauen. Grünes Kraut. Oh. Stimmt, man kann die auch so Spinner jetzt finden. Irgendwas hier? Nein. Schatzkammer kommt jetzt. Weder gibt's keine Schätze.
Aha. Weiteres Rätsel. Sieh dir das an. Ja, Flintenmunition. Ja, damit. Oh, wieder 15 Schrotflintenmunition. Finde ich gut. Langsam geht's der Munition wieder ein bisschen besser. Adler, Schlange und Bock. Was auch immer. Und hier kann ich ziehen. Will ich dann ziehen? Ist noch irgendwas hier? Die Tür wird zu sein. Was? Goldschwert. Verrostetes Schwert. Ich würde sagen, das Goldschwert. Rostschwert. Goldschwert zum Goldtyp. Ein Rostschwert hier rein. Hier ist noch ein Eisenschwert. Ja, offen? Keine Chance. So? Sagen die Bilder mir irgendwas? Nicht wirklich. Ich zieh erstmal hier dran, guck, was da passiert. Okay. Muss ich da dran schießen oder was? Ist noch ein Adler. Ach so, ich hab's falsche getroffen. Aber das interessiert mich hier erstmal. Wie mache ich das auf? Seht ihr nicht sogar ein Schwert? Kann das sein? Ich glaube, hier fehlt ein Schwert. Also, Adler. Schlange. Ja, da ist auch ein Schwert. Kann ich auch lange probieren. Blutverschmiertes Schwert. Wozu soll das gut sein? Ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Das denke ich mal da rein. Doch, das rostet da rein und hier. Nein. Hier denke ich mal das Goldschwert, weil es der König ist. Silberritter, Silberschwert oder Eisenschwert und Grabstein, Rost. Dachte ich mir. War wohl richtig. Oh, war richtig. Hey, wir sind 3 Meter gelaufen und kriegt hier Herzattacke. Ja. Hey, du Aloch. Hat gar keinen Schaden gemacht. Wo ist sie denn? Da.
Zack. Schießpulver. Was gibt's hier? Goldarmreif. Jetzt sind wir oben. Können wir mal die Leiter runterlassen? Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Ja, da gehen wir erstmal. Wobei, nee, wir können auch hinten den Schatz holen. Gehen wir mal hoch. Okay, das Rätsel haben wir ja schon mitgekriegt, aber wir können die Dings benutzen, wahrscheinlich um rüberzukommen. Ja. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Ich? Als ob. Als ob. Ja, ey. Frech. Er hat aber sehr viel Vertrauen in den Ketten, die da hängen. Ich will erstmal hier runter den Schatz holen und dann erst nochmal zum Händler. Goldene Sanduhr. Kann man da was reintun? Nee. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Klar. Wer bist du, meine Mutter? Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Ein hervorragender Deal. Das können wir mal kaufen. Das haben und wir das. Extra für dich aufgehoben. Na dann, angenehme Reise. Können wir da was herstellen? Bolzen können wir herstellen. Auch für Messer brauchst du das. Und hier brauchst du. Aha. Okay. Ach, dafür extra Messer verwenden, das ist hart. Ich finde Messer sehr wichtig. So, ich würde mal sagen, für YouTube war das jetzt mal wieder eine sehr erfolgreiche Folge. Aber wenn ich dreimal gestorben bin, glaube ich, dreimal, viermal, keine Ahnung, auf jeden Fall oft. Und hier auf Twitch geht es natürlich weiter. Und für YouTube war das jetzt erste Mal, war es das mit der Folge, sagen wir es so. Würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Well. Und auf YouTube sehen wir dann beim nächsten Mal weiter, wie es weitergeht. Und hier auf Twitch geht es gleich weiter. Also, macht's gut.